Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir können jetzt noch nicht mit der Bundesliga spielen, sondern spielen noch ein Spiel mit der Ligue A und dann nach zwei Spiele mit der Bundesliga. Und ich hoffe dieses Mal auf einen moderateren Gegner, weil ich würde ja schon gerne wenigstens ein Spiel mal mit Alaba jetzt noch machen, um ihn direkt mal zu testen, wie er so drauf ist. Das geht aber nur, wenn wir das Spiel jetzt hier gewinnen, weil ich wäre nicht noch eine zweite, also ich werde das Turnier nicht nochmal anfangen. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich anfange. Hä? Warum hatten der einen silbernen rechten Flügelspieler drin? Und ein Leih-Innenverteidiger ist auch lustig. Aber warum hat man denn ihn? Vor allem, der hatte keine Chemie. Also der hatte keine Chemie. Selbst wenn er jetzt sagen würde, ich will einfach nur den Spieler dann wechseln, um halt vorher irgendwie mein Team auf 4,5 Sterne oder sowas zu drücken, dann macht es doch keinen Sinn, jemanden reinzustellen, der keine Chemie hat. Da stellen wir doch jemanden aus der Liga oder so rein. Sehr komisch. Er will ihn aber auf gar nicht wechseln, sobald er den Ball hat. Deswegen direkt mal ein Tor reindrücken, bevor er jetzt wechseln kann. Ich hoffe, er spielt nicht so gut wie der letzte Gegner. Wobei wir halt auch besser waren als der letzte Gegner, finde ich. Wir haben halt nur ein bisschen Pech gehabt, würde ich sagen. Schade. Oh, keine Pause? Interessant, vielleicht hat er es auch vergessen, weil er so lange nicht am Ball war. Sehr schön von Gonzalo Alonso. Eieieiei, böses Verhalten. Direkte Karte. Oh, das ist auch ein strenger Schiri. Das ist hart. Also war, glaube ich, keine gelbe Karte. Aber freut mich, wenn er direkt dem Außenverteidiger eine Karte gibt, weil ich ja doch viel über Außen spiele. Man kann da jetzt nicht mehr so aggressiv reingehen, es sei denn, er will halt eine. Oh, schade, er will halt eine gelb-rote riskieren. Das war aber schwierig zu zielen, fand ich. Deswegen bin ich da jetzt nicht so böse drüber. Weil, na, wobei, so schwierig war es gar nicht zu zielen. Scheiße. Es sah aus dem anderen Winkel deutlich enger aus, die kurze Ecke, aber die war eigentlich ziemlich offen. Aber ich habe, glaube ich, nicht gut genug gezielt. Okay. Oh. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Verratti den Ball bekommen hat, auf den anderen Spieler von mir geachtet. Schöner Pass auf Le Mans. Keine Ahnung, wo er den Pass hinspielen wollte. Also was das wieder war, keine Ahnung. Okay. Liegt das auch nicht so schlecht wie die anderen, die wir jetzt hier schon hatten in der ersten Runde. Also. Tja. Ich wollte eigentlich noch einen Schlenker machen um den Spieler herum, bevor ich schieße. Das hat nicht geklappt. Boah, ganz schlecht den Ball mitgenommen von Gonzalo Alonso. Ah, dafür macht er das wieder spitze. Da war wieder das Problem, dass Lacazette den Ball halt den Laufpass annimmt, statt ihn einfach laufen zu lassen und hinterher zu rennen. Oh, was für ein Lacker, ey. So, das muss eigentlich bestraft werden. Okay, bleibt immer noch nicht im Ballbesitz. Aber egal, es läuft momentan wieder eher für uns. Aber das haben wir im letzten Spiel gesehen. Das muss nichts heißen.
Das war richtig, das war abgebrüht, oder? Das war einfach mal nur mega abgebrüht. Ich wusste, Verratti hat da keinen guten Schuss und ist dann in keiner guten Schussposition. Da dachte ich, versuchst du mal Player anzuspielen. Player wurde eher schlecht angespielt, hat aber einen Ball. Da dachte ich mir, so, der Gegner ganz aufgeregt sein. Also muss ich einfach mal den Ball protecten, was ich gemacht habe. So, und dann rennt er eh vorbei. Und als er vorbei war, habe ich einfach flach ins lange Eck geschossen. Ganz einfach. Klappt nicht immer, wenn der Gegner das abgebrüht macht und stehen bleibt oder halt im richtigen Moment tackelt oder so, ist der Ball halt weg. Aber wenn er halt so aufgeregt um einen herumrennt wie ein aufgescheuchtes Huhn, dann kann es halt gut funktionieren. Ist auch, glaube ich, nicht das erste Mal, dass es geklappt hat. Und von daher gut gemacht, denke ich. Und wie gesagt, ist, denke ich, auch eine verdiente Führung. Das wäre ein ärgerliches Gegentor gewesen, weil da haben wir mit Verratti schon wieder den Ball rausgespitzelt. Gegner bleibt irgendwie im Ballbesitz. Herzlichen Glückwunsch. Doppelt schade. Ah, sie bleiben sogar im Ballbesitz. Krass gehalten von Handanovic, war aber halt auch nicht platziert genug in der Ecke, denke ich, der Schuss von Lacazette. Läuft doch ganz gut. Wenn es so weitergeht, dann werden wir wohl noch eine Aufnahme machen. Also noch ein. Wenn es so weitergeht, werden wir wohl noch ein Spiel machen können und Alaba testen in einem Spiel. Sehr schön. Und ich habe ja gesagt, noch krasser an die kurze Ecke ranziehen bringt auf jeden Fall noch mehr Gefahr. Kann natürlich sein, dass es dann wieder die nächsten 50 Spiele wieder nicht mehr funktioniert. Ich mich frage, what the fuck? Und ich dann denke, jetzt ziehen wir ihn einfach komplett auf die Linie. Aber jetzt gerade in den letzten Spielen hat es definitiv. Oh, was für ein schwacher Pass von Le Mans. Hat es definitiv besser funktioniert. Ein bisschen Glück. Rot. Rot. Das ist rot. Hallo, das ist rot. Der hat von hinten reingekrägt. Das war rot. Ach, das kann doch nicht so schwer zu programmieren sein. Und er gibt noch nicht mal gelb. Am Anfang gibt er gelb für eine Aktion, die überhaupt kein gelb war. Und das hier ist eindeutiges Rot. Das ist eindeutiges Rot. Ach du Scheiße. Scheiße. Hab zu spät gerafft, dass er das antizipiert. Und das hat dazu geführt, dass ja, ich das schon ausgeführt habe. Hätte mich vielleicht weniger auf das, dass es Rot konzentrieren sollen, als auf das Ausführen des Freistoßes. Sehr schön von Gonalons. Moment, auch mal pfeifen. Okay, das war schlecht gedribbelt von mir. Da wusste ich gerade erst für eine Sekunde nicht. Ich spiele es jetzt am besten weiter und dann war der Ball schon weg. Aber der Gegner hat schon keinen richtigen Bock mehr, oder? Er ist schon sehr aggro. Das heißt, ich darf ihn auf gar keinen Fall einen Anschlusstreffer schießen lassen. Dann kriegt es auch viel mehr. Was für ein unendlich schlechter Laufpass. Ich habe kurz angetippt, ich dachte, so einen kleinen Tick in den Lauf spielen. Nee, komm, wir spielen zum Gegner. Carlos Bacca. Denke aber noch ein Tor schießen, dann ist es auch wieder so ein Kandidat, der dann am ehesten am Quitten ist. So ein 3-0 hat er auch gar nicht keinen Bock mehr drauf. Am besten noch ein richtig ekliges Tor, ein Lackertor, ein Distanztor aus 1 Kilometer, nochmal eine Ecke oder so, irgendwas, was ihn richtig, richtig krass aufregt, dann würde ich behaupten, verlässt er das Spiel. Also ist jetzt zumindest so meine Vorhersage. Beim letzten Mal hat es gut funktioniert, habe ich auch gesagt, 3 Tore Vorsprung, nur dass es dann halt von einem 2-0 zu einem 2-2 ging und erst bei 5-2 hat er abgebrochen. Oh, da gerade Gomez eingewechselt. Sah aus wie Gomez, oder? Das war doch mal ein guter Beginn von Gomez. Ja, jetzt grätscht er wie blöd rum. Also ich sage, ein Tor noch und das Ding ist durch.
Komm, Grätsche, es war so klar. Oh, wenn Aurier den Pass da durchbekommt. Ratti steht genau richtig. Aurier begeistert gerade mit schlechten Pässen. Oh, Valencia hat den auch eingewechselt. Könnte es sein. Wieder mal Ratti. Danke. Alter, schon wieder mega krasse Parade von Handanovic, ohne Scheiß. Solche Dinger macht doch Lacazette sonst im Dunkeln mit Augen zu, nachdem er, weiß ich nicht, gerade gepennt hat. Geiler Pass von Verratti. Elfmeter. Och Gott, geiler Schiri. Keine rote Karte, kein Elfmeter. Richtig genialer Schiri. Okay. Oh, da hätte ich lieber eine Flanke schlagen sollen, eine lange. Die wäre zwar auch nicht gekommen, aber das wäre besser gewesen, weil da einen flachen Pass, das ist so schwer, den rüber zu bekommen, denke ich. Das war also ein Foul, okay. Komm, ein drittes Tor. Zu spät. Habt ihr gesehen, wie frei und wie offen das alles war? Dann hat er wohl gar keinen Bock mehr. Jetzt will er wohl unbedingt dieses 3-0. Gibt's jetzt vielleicht mal die rote Karte oder bricht er jetzt ab? Ach, jetzt bricht er vielleicht ab, weil er die rote Karte nicht will. Genau, genau, genau. Das ist gar nicht so dumm, muss ich sagen. Wenn er keinen Bock darauf hat, im nächsten Spiel einen Spieler weniger zu haben oder halt auf den Spieler nicht zugreifen zu können, bricht er halt jetzt ab, bevor der Gegner die rote, bevor der Schiri die rote Karte geben kann. Also ich muss sagen, dafür, dass er ziemlich Akro lang gespielt hat, das war nicht schlau, also das war nicht dumm, das war nicht dumm. Weil das ist wahrscheinlich eine rote Karte, es kann so sein, er hat wieder Glück, aber oh, zwei Vorlagen Verratti, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es eine rote Karte gewesen ist, von daher darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber das ist eigentlich strategisch ein schlauer Move, weil der Abbruchmodifikator, das ist eh jedem egal. Oh, man hört im Hintergrund noch das Gejubel der Fans, das ist auch wieder ein geiler Bug. Gut, dann nehmen wir mal die Runde 2 mit der Bundesliga und mit nicht Backbone, sondern mit Anchor. Ach, das haben wir sogar zweimal. Wann haben wir denn das nochmal gekauft gehabt? Naja, ist egal. Sehr schön. Also, wenn Alaba nicht abgeht, wer soll es dann als Linksverteidiger? Aber gut, wie gesagt, bei Inform Hector habe ich genau das gleiche gedacht. Na, dann wollen wir mal. Bin sehr, sehr gespannt. Was? Wer? Ach, fick hier. 33 Verträge. Ich bin noch nicht. Also ich habe mal geguckt gehabt, ob ich preiswerte Verträge finde, aber hat keine gefunden, deswegen habe ich wieder gelassen. Also Inform Le Mans war okay jetzt, aber hat sich ehrlich gesagt nicht mehr so geil angefühlt wie in den ersten Spielen. Auch nichts Geiles mehr gemacht. Ich glaube, da muss dann wohl Ribéry her und ja, dann muss halt Dembele erstmal als LM spielen. Ich habe keinen Reus mehr. Die anderen Spieler sind so teuer, die ich mir in der Bundesliga kaufen kann. Ich glaube, Boateng kostet auch über 300.000. Ein Aubameyang kostet halt über 400.000. Aber ich glaube, ich sollte echt mal nach der nächsten Weekend League oder sowas, sollte ich echt mal den Leihspieler Aubameyang testen mit den 6 Spielen. Oh, er hat auch Inform Sokrates, aber ansonsten. Oh, und Inform Forsberg als ZM. Als Stürmer hat er Gomez gehabt, interessant. Der wird auch gerne gespielt, Gomez. Also den sieht man öfters mal. Das ist schon so ein kleiner Geheimtipp, habe ich das Gefühl. Sehr schön von Vidal.
Oh, nicht schon wieder Alu, Werner. Ich dachte, du wolltest in Zukunft einfach geil sein und Tore schießen. Und nicht wieder mit deinem Alu-Scheiß anfangen. Mach da einfach zu gerne, Werner. Wäre halt wieder mal ein geiler Abschluss gewesen. Ein schwieriger Abschluss, deswegen auch nur ans Alu. Oh, das macht Alaba direkt mal genial. Das sieht aus wie Coman. Also jetzt auch durch die Haare. Ich finde, das sieht aus wie Coman. Oh nein, oh, klärt einfach aus. Aber das Spiel geht gut los. Ach Mann, Werner, warum denn wieder ans Alu? Das macht er so gerne. Ins lange Eck ans Alu. Scheiße, da wollte ich einen Distanzschuss suchen. Das war vielleicht zu überambitioniert. Ruiz schnell, aber Sokratis Inform ist auch nicht schlecht. Ah, er hat auch Posinski. Ah, finde ich, ist auch ein guter Außenverteidiger auf der Position, einfach schon aufgrund seiner Ausdauer. Nein, es gibt die Ecke. Nein, es gibt nicht die Ecke. Wie geht denn? Das ist unmöglich. Hä? Der hat doch meine Beine geschossen. Wie geht das denn? So, deckt er rechts? Ne. Oh, Traumpass von Alaba und schöne Annahme von Dembélé. Goretzka. Aber Alaba ist schnell, auch wenn Hermann auch schnell ist. Weil der Alaba eigentlich. Ja, also. Ohne Scheiß, das war eine richtig, richtig gute Abwehraktion von Alaba. Wenn er so weiterspielt, wüsste ich jetzt nicht, warum er mir nicht gefallen sollte, weil die Abwehraktion war gut. Er hat es da geschafft. Ohne Foul den Gegner vom Ball zu trennen. Rabiat, aber das ist ja egal. Und das hat Alaba auch irgendwie gut gemacht, obwohl ich halt auf Passen gedrückt habe. Aber ich glaube, er wollte da einfach irgendwie ganz merkwürdig mit der Brust passen. Scheiße, Mann. Ich hoffe, ich würde jetzt nicht wieder so ein Spiel, wo ich dann wieder die Anfangssituation bereuen muss, dass ich da nicht das Tor gemacht habe. War schön rausgespielt. Boah, wie defensiv steht denn der? Da ist ja gar niemand mehr. Schade, dass er blockiert wurde. Ich glaube, das wäre ein geiler Schuss geworden von Kruse. Aber ich kann trotzdem zufrieden sein mit meinem Spiel, denke ich. Sehr geil gemacht. Ah, nicht so geil gemacht. Mist. Klar, da hätte ich lieber mit Werner einen Abschluss suchen sollen, als da diese Schusstäuschung. Okay, da hat er wohl ein bisschen Angst gehabt. Aber dann läuft es, wie gesagt, eigentlich ganz gut.
Schade. Ah, das war knapp, aber da denke ich. Okay, der Versuch. Macht viele Aufbaufehler, wie ich finde. Schöner Pass von Goretzka auf Dembélé. Da sollte der Pass auch hin, aber warum geht denn Goretzka nicht an den Ball? Da war doch frei. Also ich wollte mit Werner noch mal passen. Da hatte ich schon so viel Übersicht, um nicht sinnlos aufs Tor zu schießen, und dann macht Goretzka nichts. Also natürlich spielen wir gut und besser als der Gegner, aber ich will halt ein Tor, und das war gerade eine schöne Chance, die uns da, weiß ich nicht, wer uns die klaut, weil Goretzka ist geil, da kann er nicht einfach Schuld dran haben, wenn wir uns hier nicht. Oh, das war mal jetzt ein blöder Fehler von mir, den ich leider auch nicht direkt wieder korrigieren kann. Immer noch nicht. Jetzt. Aber war ein Ticken zu weit. Das sollte halt genau dahin, wo Dembélé stand, und nicht dann in den Lauf. Das war halt kein Laufpass, das war einfach eine Flanke. Mal Glück, das war ziemlich knapp. Ja, verteidigt halt leider die Außen ziemlich gut. Da dachte ich halt, es ist easy peasy durch die Gasse zu spielen. Einfach ein bisschen Boden gut zu machen, da habe ich mich geirrt. Ein bisschen Glück. War ein schlechter Pass von Werner. Fuck! Super Stellungsspiel von Brusinski. Sehr geil von Brosinski, sehr, sehr geil. Haben uns aber auch nicht einschüchtern lassen. Müssen wir mal wieder gucken, dass wir wieder ein bisschen besser durchkommen hier. Sehr schön, komm. Komm nicht zum Schuss, fuck! Es konnte niemals was werden. Oh nein, er bleibt dran! Ich dachte, es gibt wenigstens den Einwurf. Ich überlege, ob ich auf 4-1-2-1-2 stelle. Nicht mehr so viel über außen gehen zu müssen. Glaube, ich stelle mal um. Nicht Spiel fortsetzen. Oh mein Gott, schön die Pause verschwendet.
So, Kruse Werner, Dembele Embolo. Dembele ist ziemlich im Arsch. So. Hat zwar in der ersten Hälfte ganz gut funktioniert, aber er blockt jetzt zu gut. Hat er auch gut gemacht. Blockt jetzt zu gut unsere Außenmittelfeldspieler. Boah, krass, wie Sokrates denn einfach abläuft. Ja, ist da. Schöner Schuss. Und das ist ein Spieler, der erklärt und nicht versucht, blöd rauszuspielen. Das macht er gut. Schwacher Schuss, das war auch schwierig aus dem Stand. Da muss halt super, super platziert kommen. Kann Kruse, aber in dem Fall. Ich glaube, mit der Formation hat er jetzt wieder Probleme. Was schreien die so aus? War super schlecht. War nicht schlecht, war nicht schlecht. Ist natürlich schwierig aus der Situation ein Tor zu schießen, aber war nicht schlecht. Und wir haben die 90. Von daher ist das alles legitim. Liegt einer am Boden, das können wir zu unserem Vorteil nutzen oder auch nicht. Okay, geht dann trotzdem nur mal geschossen. Also ich glaube, wir können mit unserer Verteidigungsarbeit dennoch sehr zufrieden sein. Ich überlege gerade, ob ich statt Embolo Ntep in den Sturm packe. Kruse hat halt auch nicht mehr so viel Power und Embolo ein bisschen mehr, aber Kruse ist definitiv der bessere ZOM. Oder sollen wir Ntep als ZOM spielen? Aber eigentlich kann so ein bisschen mehr Pace davon drin nicht schlecht sein. Ja, ich probiere es mal. Ich probiere es mal so. Meine, es wäre absolut verdient, hier zu führen. Definitiv. Gegner hat nicht umsonst kein einziges Mal geschossen und wir hatten auch schon einen Alu-Treffer und ein, zwei gute Situationen. Gomez, Ribéry, Hermann, Thiago, Gustavo, Forsberg. Mendel, Sokrates, Inform Sokrates, Posinski, ach Mann, warum hat denn Werner das Ding nicht gemacht? Klar, es war ein schwerer Schuss, aber er setzt ihn ans Alu, also war einfach zu platziert. Wen holt er? War das Costa? Ne, Modest, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob es Inform Modest ist oder normale. Khedira hat er auch gebracht, aber oh nein.
Aber er macht dann den Fehler und versucht halt aus der Drehung zu schießen, was halt immer sehr, sehr schwer ist. Oh, jetzt gerade keine Power mehr. Natürlich nicht auf ihn. Ich sehe uns schon im Elfmeterschießen. Muss auch nicht. Boah, ich wollte natürlich keine Schusstäuschung machen, aber die kam da mega genial von Vogt. Richtig geil. Und das nimmt einfach die Pace nicht richtig mit. Jetzt wird's wieder scheiße. Nicht mal die Ecke. Aber Nintendo hat einfach die Pace viel zu schlecht mitgenommen. Ja, wo rennt ihr denn hin? Hallo, wen soll ich denn anspielen? Gut abgelaufen von Forsberg. Das war richtig schwach von, keine Ahnung, wer es war. Ich sehe uns schon im Elfmeterschießen. Verdammt. Und da ist wieder alles möglich, logischerweise. Hat auf jeden Fall sein Stellungsspiel im Laufe. Jetzt bin ich aber doof. Sein Stellungsspiel hat auf jeden Fall im Laufe des Spiels verbessert. Stand am Anfang nicht so gut. Aber ich habe mich auch schon ins Spiel reingesteigert, von daher. Irgendwie hatte ich es geahnt, dass uns hier das noch zum Verhängnis wird, die Anfangschancen, vor allem halt der Alu-Treffer nicht genutzt zu haben. Okay. Aufpassen gedrückt. Ri hat eh keine Power mehr. Den holt auch mit einem Posinski ein, der keine Power mehr hat. Was war das? Scheiße, was ist das für eine Aufstellung? Danke, Kruse, dass da oben Alaba aufgehalten wird, der glaube ich komplett alleine durchgelaufen ist. Das hat er gut gemacht, aber ich muss riskieren. Das war einfach das Beste, was ich in dem Moment meiner Meinung nach hätte machen können. Das war zu riskant von mir gedribbelt. Vielleicht ist er aber auch einfach, na wobei, er stand glaube ich schon am Anfang defensiv, oder? Sonst hätte ich gesagt, er ist vielleicht einfach defensiver in der Aufstellung geworden und deswegen war es dann schwieriger. Ja, wir hätten am Anfang des Spiels das Tor machen müssen. Jetzt müssen wir uns einfach konzentrieren und mal das Elfmeterschießen gewinnen. Den Alarm war richtig krass verschossen. Eieiei. Ach du Scheiße, ich hätte vielleicht nicht so laut lachen sollen.
Hätte ich schon mal nicht so laut gelacht. Jetzt kommt das Karma und bumst mich. Fucking Luck, ey! Elender Dreckslacker mit diesem Scheiß, wie mir diese Kurl-Elfmeter auf den Sack gehen, wenn man dann drüber springt. Zum Kotzen. Oh, warum habe ich den einen daneben gesetzt? Das war halt echt das Dumme. Ich hätte den einen nicht daneben schießen dürfen. Fuck! So eine blöde Niederlage. Komplett unnötig. Komplett unnötig, diese Niederlage. Einfach nur komplett unnötig, ey. Oh, so eine scheiß Niederlage, ey. Ich überlege halt gerade echt, ob ich nochmal ein Spiel anfange. Man wird es zwar spät, aber ich werde es eh nicht schaffen bis ins Finale. Ich werde eh wieder vorher rausfliegen, denke ich. Von daher. Hab gerade Bock. Und deswegen. Ja, Alaba hat sich gut angefühlt. Und da ich gerade Bock habe, spiele ich einfach weiter. Aber natürlich erst in der nächsten Aufnahme. Das heißt, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.